Jo, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Edge Vampires, genau. Die Jagd, ich weiß nicht, haben wir das Sammeln auch schon gemacht? Ich bin mir nicht mehr sicher. Der Abstand ist einfach zu groß, seitdem ich spiele. Also ich versuche mal jetzt alle Folgen hintereinander durchzuspielen. Ich versuche es mal. Das ist immer noch die Einführungskampagne. Und wir machen das Sammeln dann halt nochmal. Über Generationen hinweg haben die Jagdgründe am Nil ihr Volk versorgt. Jetzt hat eine Serie von Dürreperioden die Herden verkümmern lassen und ihre Angehörigen dazu gezwungen, neue Nahrungsquellen zu erschließen. Glücklicherweise strotzen die Flussufer des Nils geradezu vor Früchten und essbaren Pflanzen. Jäger kehrten mit Beeren aus dem Osten zurück. Finden Sie diese Nahrungsquellen und sammeln Sie Nahrung für Ihren wachsenden Stamm. Sobald Sie über ausreichend Nahrung verfügen, siedeln Sie sich in dieser reichen Gegend an, indem Sie einen Kornspeicher, eine Lagergrube und einen Hafen errichten. Okay, wie ihr hört, habe ich eigene Musik eingespielt. Bei dem letzten Video gab es Urheberrechtsverletzungswarnung. Aber es sollte mir ja egal sein, da ich eh nicht monetarisiere. Es nicht mehr kann. Ja, so als YouTube-Noob kann man sowas halt nicht mehr. So, nicht so schlimm. Nichtsdestotrotz spielen wir dann trotzdem zusammen, hoffe ich. Ja. Schauen wir mal, ob wir dieses Jahr die 50 erreichen an, wie nennt sich das, an, darf man schon, Followers? Ja, verfolgen, wie auch immer. Ich hoffe, der Geschrei sonst immer so laut, ich muss mich mal, das höre ich mich selber nicht. Ich sollte vielleicht mal irgendwie so einen Monitor-Kopfhörer besorgen, dann brauche ich einen Mischpult dafür, ne? Das habe ich nicht, das läuft alles über die Computerkontrolle, so, muss man sehen. Alles klar, wir gehen jetzt sammeln. Sammeln, sammeln. So, da sind wir jetzt nun. Wir sollen sammeln. Ich versuche mal, WASD zu steuern, aber es geht ja nur mit Steuerkreuz. Wollte ich vielleicht mal ändern in WASD. Ja. Damals waren auf die F-Tasten Geräusche, oder was auf 1, 2, 3? Nee. Nee, das ist hier was anderes. Okay, schließen. Nein, war das? Wo war das? Texteingabe und dann 1? Nee. Ich weiß das nicht mehr, wie waren das? Ach, jetzt so. Und dann, eins eingibt. Aha, nee, ist es nicht. Nein. Damals waren da Geräusche drauf oder war es bei Age Empire 2? Das kann ich auch verwechseln. Hm, okay, wir sammeln. Wir sollen sammeln. Wir bauen einen Hafen. Wir bauen einen Hafen. Okay, da brauchen wir Holz für. Wir klopfen mal den Baum hier ab. Bäume haben wir hier gar nicht. Und, wir bauen uns mal eine Hütte hier, wenn es geht. Dann können wir nämlich noch ein paar mehr Dorfbewohner aktivieren. So. Wir investieren erst und dann räumen wir ab. So ist das immer. So mache ich es immer. Können wir rauszoomen? Können wir nicht. Okay. So. Und dann hauen wir hier den Hafen hin. Zack. Und der geht auch pflücken. Wir pflücken hier alles leer. Wir müssen pflücken. Ich baue einen Kornspeicher. Ach, so einen Kornspeicher soll ich bauen. Da brauchen wir mehr Holz. Ne, dann gehen wir Holz. Holz sammeln, dann ist das nicht so wichtig. So. Dann ist es nicht so wichtig. So. Jetzt bauen wir da noch einen Kornspeicher. Da fehlt uns Holz für, ne? Ja, es fehlt Holz. Wie viel Holz brauchen wir? 120. Wir haben 90 jetzt. Lagergrube kostet auch 120. Das haben wir schon gebaut. Okay, dann geht auch Holz hacken. Was soll denn das? Dann machen wir es so. Dann sammeln wir Holz. So, dann machen wir einen Holzfäller. Sammeln wir alles ein hier, wird nichts. So, der baut noch. Das passt ja auch ganz gut. Das ist ganz entspanntes Spielen. Das ist vielleicht nicht gerade passend, oder? So, was haben wir das? Müssen wir sammeln, baue Kornspeicher und eine Lagergrube. Okay, ganz easy. So, können wir jetzt einen Kornspeicher bauen? Jupp, jetzt bauen wir einen Kornspeicher. Und der geht für Holz holen. Holz, wir brauchen Holz. Um mehr bauen zu können, brauchen wir noch mehr Holz. Ich baue absichtlich jetzt keine Boote und so. Hm, ne? Falls da noch was rauskommt? Ne, wir haben keinen mehr in Auftrag. Das reicht auch an Arbeiter, die wir haben. Um diese Mission zu beenden. Das brauchen wir nicht unnötig übertreiben hier. So. Ich finde es ganz gut, dass wir so einen Schutzschirm haben. Zack. Wieder eine
eine Aufgabe erfüllt. Jetzt brauchen wir die Lagergrube noch. Da fehlt uns aber noch Holz für. Wo ist denn der Arbeiter hin, der hier vorher war? Der ist ja baut, da muss doch einer da gewesen sein, der es baut. Nö, ist weg. Ist eins geworden mit dem Gebäude, oder was? Was ist da passiert? Habe ich den schon zu Holz geschickt? Ja? Ich bin verwirrt. Ey, wie kommt man doch die Arbeitslosen anrufen und aufrufen, ne? Normaler Modus. Freunde oder Feinde? Achso, ne, Freund oder Feind. Klicke hier, um die Farbe von Verbündeten oder Feinden zu ändern. Achso, ne, will ich nicht ändern. Okay, dann lassen wir das erstmal so. Oh, da oben sind die, was ist das hier? Diplomatie, ja. Wir haben leider keine da, die wir Diplomatie treiben können. Was haben wir dann noch? Chat haben wir hier noch und Ziele. Okay. Wir brauchen noch einen Arbeiter. Haben wir noch einen Arbeiter frei hier? Ich denke, der wird hier bald frei sein. Hey, geh mal hier hin. Ich brauche jetzt, baue eine Lagergrube. Hier. Abbau. Ist sowas. Und dann haben wir es schon wieder geschafft. Wieder Quest erfüllt. Herrlich. Und, ja. Da es ja auch nicht mehr werbeorientiert ist, also ich muss ja nicht mehr dafür sorgen, dass da Zeit für Werbung ist, kann ich die Folge auch unter 10 Minuten. Das heißt, ich werde hier jede Folge, also jede Mission eine Folge geben. Also, ne? Es sind die Missionen sind länger als 15 Minuten oder 10 Minuten, dann werden das mehr Teile. Alles klar, wir haben gewonnen. Das war's schon wieder. Alles klar, sehr gut. Obwohl der Wüstensand auf die Grasflächen vorgedrungen ist, versorgen die Nilufer ihr Volk noch immer. Ihr Stamm folgt nicht länger den Tierherden, sondern hat damit begonnen, sich hier am Fluss eine Heimat aufzubauen. Als ihre Jäger sich in die Wildnis hinauswagen, treffen sie im Westen entlang der Mittelmeerküste auf an. Über Generationen hinweg haben die Jagdhunde am Nil ihr Volk versorgt. Krasse. Jetzt hat eine Serie von Dürreperioden die Herden verkümmern lassen und ihre Angehörigen dazu gezwungen, neue Nahrungsquellen zu erschließen. Bis dann. Ciao. Glücklicherweise strotzt die Kruste des Nils.